Der Critical-to-Quality-Baum oder auf Englisch Critical-to-Quality-Tree zerlegt Ihre Kundenanforderungen in Ziele Ihrer Prozesse, die jedem Mitarbeiter Orientierung geben. Und wie man dieses einfache Instrument anwendet und wie Sie endlich eine auf Daten und Kennzahlen basierende Prozesssteuerung hinbekommen, das zeige ich in einem Praxisbeispiel in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich zeige Ihnen in diesem Video, wie man mit dem Critical to Quality Tree wirklich die Kundenanforderungen in messbare und wirklich klare Prozessziele übersetzen kann. Es ist ein tolles Instrument, ist relativ einfach zu verwenden, aber die wenigsten haben davon vielleicht schon mal gehört. Deswegen, Ausgangspunkt eines Critical to Quality Baumes ist immer die Kundenstimme, oft auch Voice of the Customer genannt. Wie man die Voice of the Customer wirklich erstellt. Das ist nicht Thema von diesem Video, sondern dafür haben wir wirklich ein eigenes Video gemacht, wo wir genau zeigen, wie wir diese Voice of the Customer wirklich ermitteln können, die Kundenstimme wirklich herausdestillieren können. Es lohnt sich also wirklich sehr ausführlich, dieses Video anzuschauen. Da haben wir extra ein eigenes davon gemacht. Reinschauen lohnt sich also wirklich. Damit der Critical to Quality Baum in diesem Video aber nicht nur theoretisches Blabla bleibt, deswegen machen wir ein ganz konkretes Praxisbeispiel aus einem typischen Heizung-, Klima- und Sanitärbetrieb, wie ihn vermutlich jeder kennt. Wir unterstellen jetzt einfach mal diese Voice of the Customer, diese Kundenstimme mit: Meine Heizung läuft auf Störung, sie soll möglichst schnell wieder funktionieren. Das ist ja eine Anforderung, die man sich ganz gut vorstellen kann. Stellen Sie sich mal vor, es ist jetzt Winter, ein späterer Abend, irgendwie so gegen 10 vielleicht, und dann geht auf einmal die Heizung auf Störung, sie soll also wieder laufen. Schauen wir uns als allererstes den Prozess aus Kundensicht an. Das ist jetzt nicht Unternehmenssicht, sondern wirklich, was passiert da beim Kunden? Also, Heizung fällt aus, es wird langsam kalt, es macht sich so die erste Panik breit, die Leute rennen in den Keller und dann ist die Frage, wo ist denn die Telefonnummer von dem Installationsbetrieb, den ich jetzt anrufen könnte, damit ich da irgendwie weiterkomme? Also, an Tag 1, Heizung fällt aus, wo ist die Nummer vom Installationsbetrieb? Es fängt das Suchen an. Und dann irgendwann im Internet oder auf einer früheren Rechnung quasi von Ihrem Servicevertrag finden Sie dann die Störungstelefonnummer, dann rufen Sie dann an. Es klingelt. Und dann kommt eine Warteschleife. Und die Warteschleife dauert nahezu gefühlt endlos. Es ist jetzt 23.37 Uhr. Es ist wirklich spät und die Nacht wird ziemlich kalt. Ich habe wirklich Angst, dass mir irgendwelche Rohre eingefrieren und dass ich heute Nacht frieren muss. Also irgendwas muss da jetzt passieren. Also, es klingelt weiter. Und dann irgendwann, kurz nach Mitternacht, schon der Tag 2, hat man endlich mit einem Servicemitarbeiter gesprochen. Es hat geheißen, die Installationsfirma, sie kümmern sich, was auch immer das wirklich bedeuten mag. Am frühen Vormittag des Tag 2, ich habe um 7.42 Uhr einen Rückruf erhalten, ein Monteur kommt im Laufe des Vormittags dabei, um sich die Sache anzusehen. Schritt 5 am Tag 2, am späten Vormittag kommt dann der Monteur. Der Brenner ist defekt, es muss ein Ersatzteil bestellt werden. Danach hört man erst einmal nichts mehr. Am Tag 3, am späten Nachmittag des Folgetages also, erfolgt der nächste Anruf. Ein Ersatzteil wäre da und wird am Vormittag des nächsten Tages, da sind wir schon bei Tag 4, bei Ihnen zu Hause eingebaut, damit Ihre Heizung wieder läuft. Sie sitzen bereits mit Decken auf Ihrem Sofa und bibbern mit den Zähnen. Am Tag 4, mit Schneeschuhen stapft der Monteur durch das Haus in den Heizungskeller. Es fängt ja wirklich gut an. Stellen Sie sich vor, wenn die Lachen sich langsam bilden, schön vielleicht noch mit Salz drin oder sowas, gibt es so schöne Ränder. Freuen sich alle drüber. Das Ersatzteil passt nicht. Der Monteur entschuldigt sich höflich und stapft wieder durchs Haus. Zurück zu seinem Auto, braust davon. Am Tag 5, es ruft schon keiner mehr wirklich an, der Monteur steht wieder vor der Haustür mit dem richtigen Ersatzteil. Er stapft abermals durchs Haus in den Keller und löst für Sie das Problem, die Heizung läuft wieder. Prima, es wird wenigstens wieder warm. Bisher war es zwar eher suboptimal, der ganze Prozess, aber es wird wieder warm. Und dann irgendwann im Sommer danach kommt dann eine Rechnung von der Installationsfirma mit Positionen, an die sich natürlich keiner mehr wirklich erinnern kann. Also Rechnungsprüfung ist nahezu unmöglich. Das ist zwar ein sehr überspitztes Beispiel, aber so ganz undenkbar ist das Beispiel ja sicherlich nicht, oder? Also, wenn Ihnen das Video bisher Spaß gemacht hat, dann Daumen hoch für uns hier unten, damit wir auch sehen, dass wir treffen da richtiges Dings. Kennen Sie noch mehr solche Beispiele? Dann rein in die Kommentare damit. Wir freuen uns immer wirklich über solche schönen Beispiele, weil wir die immer in unseren Videos verarbeiten können. Zurück zum Critical to Quality Tree. Was können wir jetzt damit genau machen? Wie hilft er eben genau solche Situationen wirklich zu vermeiden? Was denn da echt passiert? Also,
wir müssen zuerst die Kundenstimme in grobe Kundenanforderungen zerlegen. Und von den groben Kundenanforderungen kommt man dann in ganz konkrete Qualitätsanforderungen, bricht man sie entsprechend auf. Und diese Qualitätsanforderungen kann man dann auch entsprechend spezifizieren. Und damit das nicht so theoretisch ist, hier eben weiterhin an unserem Praxisbeispiel aus dem Heizungs-, Klima- und Sanitärbeispiel. So, die Kundenanforderung wäre dann eben damit die Kundenstimmung, die Heizung läuft auf Störung, sie soll möglichst schnell wieder funktionieren. Das war auch unser Eingangsbeispiel mit. Und wie bricht man das jetzt auf? Die erste grobe Kundenanforderung ist, ich möchte gerne eine perfekte Störungsannahme haben als Kunde. Ich möchte also schauen, dass ich meinen Schaden, mein Problem möglichst einfach und möglichst gut einfach auch jemandem mitteilen kann, der sich dann darum kümmert. Die nächste grobe Kundenanforderung möchte sein, ich möchte informiert werden, was dann eigentlich mit meinem Auftrag wirklich passiert. Also so Status-Updates zum Beispiel. Und der dritte Teil einer groben Kundenanforderung kann dann zum Beispiel sein, ich möchte eine schnelle und erfolgreiche Fehlerbehebung beim allerersten Anlauf erleben. Das Ganze kann man wieder auftrennen und deswegen heißt es eben ein Baum. Diese perfekte Störungsannahme kann man eben dann wieder zerlegen in die konkrete Qualitätsanforderung. Nämlich, ich hätte gerne eine kostenlose Kontaktaufnahmemöglichkeit. Also eben keine teure Hotline mit irgendwas, sondern es soll erstens kostenlos sein und vor allem muss sie auch schnell erreichbar sein. Wenn ich das Thema, ich will informiert werden, das könnten dann zum Beispiel solche Status-Updates sein, via SMS oder WhatsApp oder E-Mail eben, dass ich da wirklich mitbekomme, haben die das verstanden, was ich will, passiert da was, wenn der Ersatzteile bestellt, wann kann ich damit rechnen, dass vielleicht jemand bei mir vorbeikommt und dieses Problem löst. Und bei der schnellen und erfolgreichen Fehlerbehebung im ersten Anlauf, das sind dann drei Bestandteile gleich drin, da haben wir einmal schnell, wir haben einmal erfolgreich und vor allem beim ersten Mal behoben. Denken Sie zurück an unser Beispiel, da ist der mit dem fehlerhaften Teil wieder davon gebraust und kam dann irgendwann wieder mit dem richtigen. Die Spezifikation wirklich von dieser Critical to Quality heißt dann wirklich, das in messbare Kenngrößen zu übersetzen. Und jetzt fällt es natürlich deutlich leichter, diese kostenlose Kontaktaufnahme, zum Beispiel möchte ich eine kostenlose 24 Stunden, 7 Tage die Woche Störungsnummer haben. Und mit dem schnell erreichbar, zum Beispiel, indem ein Aufkleber tatsächlich an jeder Heizungsanlage drauf ist, die ich warte in meinen Serviceverträgen, wo ich sofort ablesen kann, wenn im Falle einer Störung ist, wo kann ich denn eigentlich anrufen? Wäre doch eine tolle Sache. Genauso auch, dass dann die Rufannahme eben nicht stundenlang in irgendwelchen Watteschleifen irgendwo verbleibt, sondern dass eben zum Beispiel nach maximal 15 Sekunden jemand den Hörer abnimmt, mit dem ich auch sprechen kann. Brechen wir dieses Thema SMS, WhatsApp und E-Mail, Status-Updates zum Beispiel auf. Das heißt eben, ich möchte vielleicht innerhalb von 30 Minuten, nachdem ich das gemeldet habe, das erste Update bekommen, dass der Auftrag zum Beispiel in Bearbeitung ist. Das kennt man auch zum Beispiel von den ganzen großen Logistikern mittlerweile. Sie können relativ gut nachverfolgen, wo ihr Paket sich gerade befindet, diese laufenden Status-Updates. Jeder liebt diese Dinge. Warum also nicht auch einfach in ihre Kundenerlebnis entsprechend mit einbauen? Man kann auch dann immer ein Update machen, zum Beispiel, wenn sich der Status geändert hat, zum Beispiel das Ersatzteil ist eingetroffen, dann könnte man eben wieder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht an den jeweiligen Kunden schicken und sagen, okay, pass auf, dein Ersatzteil ist da, wir packen es gerade ein ins Lieferauto und dann kommen wir zu dir vorbei und bauen es entsprechend ein. Aber, und das ist dann der dritte Teil eben, zumindest eine Nachricht am Tag, dass man eben weiß, da passiert irgendwas. Schnell behoben, dann sind wir jetzt wirklich bei der Lösungserstellung, bei der wirklichen Wertschöpfung. Die Fehlerbehebung sollte innerhalb von 24 Stunden erfolgen zum Beispiel. Das kann eine Anforderung an Ihren Prozess sein, eben aus so einem Baum raus. Und wenn dann der Fehler behoben ist und der Auftrag also operativ abgeschlossen ist, sollte auch wirklich dann die Rechnung innerhalb von 24 Stunden einfach erstellt und versendet sein. Erfolgreich heißt dann eben zum Beispiel auch, dass der gleiche Fehler 180 Tage lang nicht mehr auftritt. Man kann auch natürlich jede andere Zeitspanne einfügen, aber letztendlich geht es darum, dass dieser Fehler, der wirklich bearbeitet worden ist, eben nicht mehr auftritt. Und beim ersten Mal behoben heißt dann eben maximal eine Anfahrt zum Kunden und eben nicht erst, wir fahren da mal raus, wir gucken uns das an, dann kommen wir wieder mit dem falschen Ersatzteil. Sie erinnern sich an unser schönes Beispiel, was so richtig in die Hose gegangen ist. Deswegen kann man jetzt aus dieser sehr groben Anforderungen, die Heizung läuft auf Störung, sie soll möglichst schnell wieder funktionieren, jetzt schrittweise über diese verschiedenen Ebenen eben ganz, ganz konkrete Prozessziele eben ableiten, mit denen man auch wirklich arbeiten kann. Und gerade für das Thema laufende Status-Updates gibt es wunderbare Lösungen, mit denen sich die Kommunikation zum Kunden automatisieren lässt. Ein Beispiel haben wir mal ganz ausgiebig getestet, was sich für alle wirklich lohnt, dieses Video anzuschauen, wie man mit so kleinen RFID-Karten einfach den Status entsprechend weiterschieben kann.
und der Kunde dann automatisiert die entsprechenden Nachrichten auf sein Telefon bekommt. Gucken Sie sich das Video mal an, eine ganz spannende Geschichte. Aber sind wir mal ganz ehrlich, mit so konkreten Anforderungen lässt sich doch arbeiten, oder? Dass wir eben sagen, innerhalb von 15 Mal Klingeln ist eben jemand auch am Telefon oder innerhalb von 24 Stunden ist der Fehler behoben. Das sind doch Anforderungen, die man wirklich in seinen Prozessen entsprechend umsetzen kann. Haben Sie schon mal Kundenanforderungen so zerlegt? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Haben Sie damit schon mal vielleicht schon mal gearbeitet? Vielleicht auch mit einem anderen Unternehmen, wo Sie mal waren? Oder wie gehen Sie damit um? Schreiben Sie uns in die Kommentare. Wir geben auch gerne Tipps und Tricks für das weitere Vorgehen, wie man sowas vielleicht machen könnte, damit Sie diesen Baum mit den konkreten Anforderungen auch in Ihrem Unternehmen gut anwenden können. Und wenn Sie jetzt unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie kein Video mehr. Wir laden jede Woche Videos hoch, genau zu solchen Themen, wie man eben Prozesse wirklich weiterbringt. Das ist unser Kernthema. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.